Wie oft kocht ihr hier? Im Moment im Dezember durch die Adventssonntage, da haben wir viermal Ausgabe, immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntags. Dann kriegen sie immer was Besonderes zu den Adventstagen. Wir haben jetzt zum Beispiel am dritten Advent haben wir Currypaule da. Da wird es also Currywürste geben und alles Mögliche. Und am vierten Advent kocht das Kaffee Terz Adventsessen. Und dann gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag gibt's einen Hähnchengrillwagen und ja, einige kleine Überraschungen für ca. 100 bis 150 Personen. Ja. Und das machen wir alles zu zweit. Von Anfang an, seit 17. März, kochen wir weiter und versuchen, den Menschen irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir ordentliches Essen bekommen. Und es gibt nichts außer Dose, es wird alles frisch gemacht. Außer jetzt, wenn wir jetzt Gemüse haben, so, ne? Erbsen und so, das kriegt man schon aus der Dose. Aber zubereitet wird alles frisch. Und dann kommt die Tee- und Wärmestube gegen 15 Uhr rum und holt das ganze Essen ab. Das wird hier schon alles verpackt schon. So, dass das alles fertig ist, so, dass praktisch nur noch die Tüten aus dem Fenster gereicht werden. Und aufgrund der Corona-Pandemie, da sowieso die Kontakte eingeschränkt sind. Und deswegen arbeiten wir hier auch zu zweit. Und das ist natürlich viel, viel Arbeit. Gehört ja nicht bloß Kochen dazu, sondern Einkaufen. Muss ja alles kalkuliert werden. Das macht Michaela. Und ja. Und jetzt schnippelt sie gerade Käse. Frischen Schafskäse. Und das kommt an den Nudelsalat mit ran. Und wird noch geschmacklich verfeinert. Und dann, ja. Die sind immer ganz glücklich, wenn sie was Gutes zu essen bekommen. Ist das für euch Stress? Am Anfang war es stressig, weil es natürlich komplett ungewohnt war. Aber im Laufe der Zeit haben wir uns relativ gut eingefunden. Ne, Michaela? Dadurch, dass wir beide allein sind, funktioniert das ganz gut. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder hat seinen Handgriff. Und wenn man überlegt, in der Zeit, seit 17. März, sind wir schon fast an 14.000 Essen ran, dann weiß jeder, was wir da geleistet haben in der Zeit. So, und wie das mal weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich vermute mal, dass bis Ostern die Situation so bleibt, wie sie ist. Und nur langsam überhaupt irgendwelche Öffnungen stattfinden. Wir haben ja nun schon aus den Medien gehört, wie das mit den Impfungen abgeht. Natürlich müssen erst die Berufsgruppen geimpft werden, die notwendigerweise direkt betroffen sind, wie Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Feuerwehr, Polizei. Und die älteren Herrschaften erst und dann sind wir irgendwann dran. Aber bis dahin ist es noch eine lange Zeit. Also müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es einfach im Moment so weitergeht, wie es ist. Aber Unterstützung haben wir genug. Wer unterstützt euch? Also erstmal die Geschäftsführung vom Diakonischen Werk, dann der Bezirk Neukölln. Ebenso mit dem angeschlossenen Bezirksamt und der Evangelische Kirchenkreis Neukölln. Das ist natürlich, die müssen das natürlich auch alles genehmigen, so was wir hier treiben. Und das ist auch alles gut. Und die erkundigen sich ja auch immer, wie es uns geht. Sicher brauchen wir dringend finanzielle Mittel, weil pro Lunchpaket, was wir verpacken, berechnen wir 3 €. Das ist schon sehr minimal. Kommt ja die Verpackung dazu und alles Mögliche. Und soll ja alles ordentlich sein. Und ja, da kann man sich ja ausrechnen, wenn wir knapp 14.000 Lunchpakete haben, was wir für Geld verbrauchen. Und da freuen wir uns natürlich über jede Spende, auch über Lebensmittelspenden, die kommen. Oder Zuwendungen und seien es Sachwerte oder sonst dergleichen. Das kann man natürlich damit nutzen. Das machen wir auch, um einfach so lange wie möglich durchzuhalten. Aber die Spendenaufrufe laufen ja auch über die Facebook-Seite Tee- und Wärmestube Neukölln oder Armut eine Stimme geben. Das ist auch eine eigene Facebook-Seite. Also da ist schon viel, ja, da werden wir schon massiv unterstützt. Wenn wir mal ein paar nennen, Berliner Sparkasse ist da relativ
immer dabei, Samariter Purs sind dabei, Aktion Mensch ist dabei, die Concordia-Loge ist dabei. Also das sind viele, viele, die uns wohlgesonnen sind und die das natürlich massiv unterstützen. Aber im Endeffekt wäre es eben wichtiger, die Einrichtungen hätten wieder auf und die Leute hätten die Möglichkeit, wieder vor Ort zu essen oder beziehungsweise aufzuwärmen, zu duschen und alles. Das ist eben alles im Moment ganz, ganz schlimm und wir kennen ja nur die Zahlen aus den Medien. Das wird ja nicht besser. Das sieht ja so aus, als wenn es nochmal ganz schlimm wird. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss und wir machen einfach weiter so wie gehabt und bemühen uns einfach, den Menschen die Möglichkeit zu geben, da zumindest was Nahrungsmittel betrifft. Und das Problem ist ja einfach mit den Nahrungsmitteln, viele sagen ja, es reicht ja eine Suppe oder so, aber die Menschen brauchen eine ordentliche Nahrung. Und der Gesundheitszustand ist ja auch dementsprechend, wenn sie schlechte Nahrung zu sich nehmen, dann sind sie gesundheitlich schlecht drauf und dann wird es natürlich nochmal problematischer, Ärzte zu finden und Krankenschwestern, die sie dann versorgen. Und das muss ja nicht sein. Und wenn wir die Möglichkeit haben, frisch zu kochen, dann machen wir das auch. Und gerade im Sozialbereich weiß man ja auch, und wenn man Familie hat, was man als gesunde Nahrung bieten soll. Und darum geht es ja auch mit. Ne? Und dann muss das alles mundgerecht sein, weil viele haben mit den Zähnen Probleme, die können das gar nicht essen. Zum Beispiel Äpfel können sie nicht essen, weil die sind viel zu hart. Das muss dann von uns gekocht werden, die Äpfel, damit sie überhaupt genießbar sind für sie. Aber ansonsten alles, was weich ist, Fleisch müssen wir schneiden, es muss alles vorgeschnitten sein, so dass sie wirklich gleich essen können und die essen dann tatsächlich auch sofort auf der Straße und dann, die haben einfach Hunger, die Leute. Und hungern soll keiner. Also nicht in Deutschland. Das geht auch nicht. Und aber in der Bevölkerung ist eigentlich die Solidarität gut. Sicher, du wirst immer welche Leute haben, die sagen, die sind doch selber schuld, können ja woanders hingehen, können in Einrichtungen gehen. Aber viele trauen sich nicht in Einrichtungen, weil sie überfüllt sind oder weil sie dann mit 4, 5, 6, 7, 8 Leuten zusammenliegen müssen. Das wollen sie nicht. Die bleiben dann lieber auf der Straße. Also man muss auch die Schicksale kennen von den Menschen, was da eigentlich passiert und was nicht passiert. Und die brauchen die Ansprache und die haben sie im Moment nicht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und die Vereinsamung selbst auf der Straße ist groß. Holt man das mit nach Hause, wenn man da so... Ja, sicher holt man das mit nach Hause, weil man ja zu Hause weiterdenkt. Was kann ich noch tun? Was kann ich noch besser machen? Wie kann ich den Menschen helfen? Aber im Moment sind uns da auch ein bisschen die Hände gebunden. Zu sagen, also schicken wir mal jetzt dahin oder dorthin oder zu der Beratung, weil eben viele Einrichtungen auch geschlossen haben oder nur bedingte Angebote laufen lassen, 1, 2 Stunden. Und das ist total schwierig und klar nimmt man das mit nach Hause. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier zuschließen, anschließen und sagen so, jetzt gehen wir nach Hause und freuen uns. Uns geht es ja gut so nach dem Motto, aber das hat nicht damit zu tun. Und natürlich muss es uns gut gehen, sonst könnten wir es nicht machen. Aber du nimmst das mit, du nimmst es einfach mit und dann nächsten Tag dann irgendwie, dann quatschen wir bitte und was wir noch machen können. Und, aber alles sehr, sehr schwer. Nicht so einfach. Und wenn man intakte Familien so rundherum erlebt oder gerade jetzt die Weihnachtszeit, das ist ja nochmal eine ganz schwierige Zeit. Wir haben ja immer jedes Jahr große Veranstaltungen gehabt zu Weihnachten mit in 2 Durchgängen mit unseren Obdachlosen. Das können wir dieses Jahr gar nicht machen. Nichts. Und sie sind einfach allein und deswegen müssen wir gucken, dass wir sie zumindest mit ordentlichem Essen versorgen und nur 1, 2 Gespräche führen, aber mehr bleibt da auch nicht, mehr Zeit. Es sind zu viele. Es kommen extrem viele Menschen. Ja. Und wir können eben nur ein Kontingent schaffen von 80 bis 100. Wir haben auch schon mal 130 Essen gemacht. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffst du auch nicht. Und finanziell ist das ein riesiger Aufwand. Und wir müssen gucken, dass wir bis Ostern überleben, sage ich mal so schön. Es wäre schon schön, wenn die Menschen spenden würden und mit 3 Euro, wie gesagt, ist ein Lunchpaket bezahlt. Und sagen wir mal so, wenn die 3 Millionen Berliner 3 Euro geben würden, wäre es toll. Ja, jeder 3 Euro, aber das kann man natürlich nicht verlangen. Ne? Es gibt ja nicht nur Obdachlose und Wohnungslose, es gibt ja auch unsere älteren Herrschaften, die zu Hause einsam sind, die auch arm sind. Die Altersarmut ist relativ hoch. Dann hast du die
die Mütter mit ihren Kindern, die alleine Alleinerziehende, die kommen ja auch noch dazu. Also das ist schon nicht so schön, aber ja, wir machen, was wir tun können. Solange es unsere Gesundheit zulässt. Die Privatleute, die uns unterstützen, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Das sind ja viele, die auch kommen und Nahrungsmittel bringen. Wenn es eine Kiste Obst ist oder Schokolade und alles, da haben wir doch einige, die einfach Freude daran haben, die selber einkaufen gehen sogar und sagen, was braucht ihr? Sicher ist, wenn man bedenkt, zwischen 300, 400 Lunchpaketen in der Woche, ist natürlich eine Scheibe Käse nicht viel, aber wenn das jeder machen würde, dann können wir da ganz gut die Geschichte überstehen. Ne? Aber die, wie gesagt, die Solidarität in der Bevölkerung ist hoch und auch vom Senat her kann man sagen, es kamen 1000 Schutzmasken vom Senat, vom Bezirk, vom Gesundheitsstadtrat kamen 500 Masken für die Tier- und Wärmestube. Also die machen schon die Leute. Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwo sitzen und denken, oh nee, habe ich jetzt keine Lust dazu. Sie bemühen sich, sie rufen an, ob es uns gut geht und was wir brauchen und so. Was in den Möglichkeiten und im Rahmen ist. Ne? Ich kann natürlich nicht zum Bezirk rennen und sagen, ich brauche Geld. Ne? Das wird ein bisschen schwierig, aber weil ja alle irgendwo sparen müssen im Moment und die Corona-Krise uns da ganz schöne finanzielle Lücken reißt. Aber solange die Bevölkerung dabei ist und alles und wie gesagt, auch die Ämter dem zugewandt sind, habe ich kein Problem damit. Ja, klar ist es schwer, aber wenn alle mithelfen, und wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Ne? Wir haben über 100 Einrichtungen in Berlin, die sich mit Obdachlosen und Wohnungslosen beschäftigen, die alle haben zu tun und versuchen, das Beste draus zu machen und den Menschen irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, ein bisschen ziviles Leben zu haben. Nicht nur auf der Straße, sondern so zu erleben. Ne? Ich meine, die Straße ist kein Wohnort, absolut nicht. Aber man kann auch niemanden zwingen. Darum geht's. Das sage ich jetzt als Armutsbeauftragter vom Evangelischen Kirchenkreis. Armut ist eigentlich nicht gut für so ein reiches Land. Ja, aber du wirst immer Armut haben. Aber und dagegen müssen wir eben zumindest eine Armutsbekämpfung als Konzeption haben. Und ich sage, wenn das jeder machen würde und wenn es nur im Kleinen ist, hätten wir viel erreicht. Ja? Und genauso ist es mit der Einsamkeit mit den älteren Leuten. Besuchsdienst und alles Mögliche funktioniert ja nicht mehr durch Corona. Ja? Aber dass man Telefonhotline schaltet oder Seelsorge, aber ein Telefongespräch ist natürlich kein Ersatz für ein Gespräch face-to-face. Ja? Das ist ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass das bald, zumindest im nächsten halben Jahr, wieder besser wird. Also optimistisch? Ich bin optimistisch schon. Ja. Wenn ich pessimistisch wäre, würde ich nicht hier stehen. Ja. Man braucht den Optimismus, oder, Michaela? Richtig. Wenn wir den nicht hätten, dann könnten wir uns ja, irgendwo auf den Friedhof schon setzen. Das machen wir nicht. Ja. Haben wir die Lunchpakete fertig gepackt
Und die gehen jetzt, in einer halben Stunde kommen die Sozialarbeiter von der Tee- und Wärmestube und holen die Tüten ab und werden dann sofort drüben aus einem Fenster heraus die Tüten ausgeben. Die verpacken drüben nicht mehr, deswegen wird das hier alles gemacht. Und das ist dann relativ schnell und unkompliziert. Da stehen sehr viele Menschen drüben, aber das sind Ordnungskräfte drüben, die aufpassen, dass die Abstände eingehalten werden. Und dann ist das innerhalb bis 17 Uhr, ist das dann erledigt. Schade ist eigentlich, dass sie keinen Kaffee und Kuchen mehr drüben bekommen können, aber das geht im Moment nicht.